Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play zu War on the Sea. Wir befinden uns hier in einem Gefecht mitten im Pazifischen Ozean vor Guadalcanal. Ein amerikanisches U-Boot hat unseren Flugzeugträgerverband Süd angegriffen, in welchem wir die Suikaku haben. Wir haben die Suikaku jetzt erstmal in Sicherheit gebracht. Ihr seht, die Torpedos, die fahren hier zwischen der Miyoko und der Suikaku durch. Und wir haben das amerikanische U-Boot auch schon gefunden. Wir sind schon auf der Jagd. Wir haben die Fährte aufgenommen und die Yugao ist ihr quasi auf den Fersen. Die Karukaya fährt neben dem U-Boot her und soll es weiterhin detektieren. Dafür fährt dieser Zerstörer nur mit 10 Knoten und die Yugao selber, die fährt mit 14 Knoten und versucht, dieses U-Boot noch einzuholen. Ja, Leute, das ist der Stand. Die Pause ist beendet. Wir schauen direkt mal wieder rein. Und was mich jetzt gerade wundert ist, warum hat dieses Schiff... Ach so, weil wir hier eine Abteilung voll Wasser haben. Deswegen hat das Schiff so ein bisschen Schräglage. Aber ein bisschen ist gut. Das ist ja wahnsinnig viel. Aber ich habe vorhin sowieso gesehen, dass wir... Ich glaube, wir gehen ja auch mal auf 16 Knoten. Ich habe vorhin sowieso gesehen, die Yugao ist hier der einzige Zerstörer, der noch Wasserbomben an Bord hat. 24, die Hälfte wurde verschossen. Die Karukaya hat schon gar keine Wasserbomben mehr. 0 von 48. Das heißt, wir werden nach dem Gefecht, wir haben ja genug Kommandopunkte, sofort mal zwei Zerstörer derselben Klasse losschicken. Und zwar reden wir hier von der Wakatake-Klasse, die diese beiden Schiffe dann quasi ablösen sollen. So, schön dranbleiben. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie schnell das U-Boot ist, aber das scheint schon nicht langsam zu sein. Du wirst mal... So, nee, das war ein bisschen zu krass, das wollte ich nicht. So. Die Sendai, die haben wir auch noch. Die wird mal... diesen Kurs hier ansteuern und wird aber runtergehen auf 12 Knoten. Die zieht einfach nur hinterher, weil die hat auch noch Wasserbomben und zwar noch 36, also volle Kapazitäten. So, schön dranbleiben. Ich glaube, du musst auch mal ein bisschen schneller werden. Du erhöhst mal auf 12 Knoten und du gehst dann mal auf 18. Das dauert mir alles ein bisschen zu lange hier. Ich meine, uns hetzt zwar nichts, aber wir wollen uns ja auch nicht langweilen. Aber wir holen das U-Boot dennoch langsam ein. Ist es schon zu sehen? Nein, noch nicht. Sender ist auf Kurs. Unsere Kate-Bomber sind auch noch in Position. Aber ich glaube, ein Überwassergefecht wird sich hier nicht mehr entwickeln. Und die Torpedos fahren immer noch weiter. Mein Gott, die haben echt eine große Reichweite. Wahnsinn. Aber wir sind mittlerweile zu nah dran. Aber... Nee, das passt. So, das Sonar ist noch an, oder? Ah, das Sonar war aus. Jetzt ist es aber wieder an. Okay, das ist verrückt. Das Sonar hier ist an. Und die Sendai hat den Kontakt reported. Ah, okay. Warum war denn hier das Sonar aus? Das ist ja auch interessant. Ich bin mir relativ sicher, dass ich das angemacht hatte in der letzten Folge. Aber okay. So, die Kongo geht mal auf 12 Knoten runter. Ich meine, nicht, dass hier plötzlich doch nochmal irgendwie Überwasserschiffe kommen und wir sind so weit entfernt. Das wäre ja auch sehr, sehr tragisch. So. Und wir sind jetzt gleich bei dem U-Boot. Können wir es immer noch nicht sehen?
Aber wir sind direkt davor. Weit ist es nicht mehr. Oder kann man es schon sehen und ich sehe es gerade einfach nur nicht? Doch, hier, da taucht es auf. Wir machen mal eine kleine Drehung. Gehen mal auf 16 Knoten runter. So, wieder gerade. Bloß nicht zu viel. Na, noch ein bisschen. Wieder gerade. Ja, Leute, das wird was. Den kriegen wir. So, wir gehen. Ne, noch bleiben wir auf der Geschwindigkeit. Jetzt werden wir mal etwas nach Steuerbord drehen. So, das reicht mir schon. Wir gehen auf 14 Knoten runter. Nein, wir gehen sogar auf 12 Knoten runter. Genau über ihm, Leute. Genauso will ich das. Ich glaube, die 5 Sekunden Wasserbomben, das reicht. So, noch brauchen wir hier nicht zu zünden. Gleich ist es soweit. Wenn wir mit unseren Propellern an seinem Turm sind oder knapp daran vorbei, dann werden wir hier die ersten Bomben werfen. Oh, gleich ist es soweit. Position passt wunderbar. Okay, wir gehen auf 10 Knoten runter und Wasserbomben los. Na, Leute, Wasserbomben los. Jetzt. Und nochmal eine. Oh ja, das hat gesessen. Wir gehen nochmal auf 16 Knoten hoch, weil jetzt sind wir ein bisschen zu langsam. Oh ja, das hat auch gesessen. Schauen wir mal. Jetzt können wir auf 10 runter, beziehungsweise sogar auf 8, weil er fährt nicht mehr. Und einmal werfen wir noch welche. Kann ich mal machen brauchen, weil er geht unter. So, jetzt wollen sie hochkommen. Das heißt, wir drehen mal. Wir gehen ja die Richtung. So. Mit 12 Knoten. Du bist schon auf 12, das passt. Und die Sendai, die ist ja auch noch hier. Die fährt mal dorthin, auch mit 12 Knoten.
Der Kongo, der sagen wir mal, die sollen nicht feuern. Das geht ja bestimmt auch irgendwie. Und dass die absolut nicht feuern soll, Fire at Will, ausstellen. Und dasselbe machen wir bei der Nachi und bei der Miyoko auch. Und bei ihr auch. So, kommt er hoch? Ja, super langsam, Leute. Super langsam. Was denn hier los? Dahin sollst du. Dann, so langsam wie die sind, da können wir hier auch auf 10 Knoten runtergehen. Auch bei dir. Und ich möchte, dass du hierhin fährst. Ja, sie. Mein Gott, das ist ja wirklich extrem langsam, Leute. Das U-Boot taucht wieder auf. Also auf unserer Karte meine ich. Dorthin bitte. Auf 8 Knoten runter. Du gehst auf 8 Knoten runter. Du gehst ruhig nochmal auf 12 hoch oder von mir aus auch auf 14. Zähl mal ein bisschen schneller. So, du drehst mal etwas über Steuerbord. Du drehst mal nochmal etwas über Backbord. Das reicht mir schon. Und dann geht er jetzt auch mal auf 6 Knoten runter. Jetzt gleich ist er aber an der Wasseroberfläche. Kann sich nur noch um Sekunden handeln. Warum drehst du denn jetzt? Du Angst hier mit der Yugao zusammenzustoßen? Das möchte man auch nicht sehen, wenn man mit so einem U-Boot auftaucht. Man ist gerade froh, dass man die Wasseroberfläche durchbricht. Das tun sie gerade. Und dann hat man so etwas vor den Augen. Sehr uncool. Die haben alle dieses Schiff als Ziel angewählt. Moment. Moment. Ich möchte. Ja, ihr sollt die angreifen, aber nicht mit Tiefensprengsätzen. Ihr sollt die angreifen mit den Hauptgeschützen. So, die sind jetzt an der Wasseroberfläche. Also Leute, macht mal. No Target. Das Ziel ist doch da. So, machen das jetzt. Er hat ein Ziel. Er hat auch ein Ziel. Jetzt feuern sie.
das war's. Zwei, drei Treffer. Und damit hat sich die Geschichte erledigt. Und tschüss, Leute. Okay, damit haben wir dieses U-Boot versenkt. Sehr schön. Ansonsten gab es hier keine Auffälligkeiten. Das heißt, wir können jetzt dieses Gefecht beenden. Ja, wunderbar. Und wir kriegen 5 Punkte dafür. Naja, nicht wirklich viel, aber jetzt haben wir über 60 Punkte. Und wir erinnern uns, Wakatake. Das heißt, wir müssen die Yugao und auch die Karukaya austauschen. So. Und dafür werden wir direkt hier nach Rabaul gehen. Ne, nicht New Air. New Sea. Japan. Wakatake. Echt, waren das die günstigen, die wir dafür genommen haben? Ist ja auch interessant. 48 Tiefensprengsätze. Ja, tatsächlich. Wir können aber jetzt auch mal ein paar teurere nehmen. Also es müssen jetzt nicht die ganz günstigen sein. Die haben aber nur 18 Tiefensprengsätze. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Die haben 36. Na, 48 möchte ich schon haben. Gehen wir mal auf... Ja, die haben alle 36. Kagero-Klasse. Die haben auch 36. Yugumo-Klasse. Auch 36. Akizuki-Klasse. Die haben 56. Kosten aber auch 10. Aber das ist ja kein Problem. Die können wir uns leisten. Aber warum sind die so teuer? Was können die denn noch so Schönes? Die haben 18 cm Geschütze. Die auch Dual-Purpose, also auch gegen Luftziele können. Die haben 8 Torpedos an Bord. 56 Tiefensprengsätze. Sie haben ziemlich gute Luftverteidigung. Und sie haben ein ziemlich gutes Aktivsonar, 2 Kilometer Reichweite. Zum Vergleich gucken wir uns mal das von der Wakatake an. Das hat auch 2 Kilometer. Ah, wir haben ja aber noch ein Radar an Bord. Moment, welches war das jetzt? Kagero war das, ne? Oder? Ne, die kosteten 10. Akizuki. Akizuki war es. Ja. Okay, davon nehmen wir dann 2. Wir haben davon schon 3 im Dienst. 1, 2. Fertig. Kurs setzen auf... Ne, Kurs setzen auf das Ziel hier. Und dann könnt ihr da durchtauschen. Okay. Ja, Leute, das waren ja ziemlich viele Gefechte direkt nach unserem Start hier. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir aber hauptsächlich die große Flotte, die uns attackiert hat, wiederfinden. Man sollte ja meinen, mit unserer Durchsuchung in der Luft, die wir hier durchführen, dass das durchaus funktionieren sollte. Aber momentan scheint sie sich noch ganz gut zu verstecken. Das Wetter ist definitiv auf ihrer Seite. Aber mal sehen. Die Suikako kann wieder Flugzeuge starten. Okay. Apropos, wir können die Kates wieder landen lassen. Ja, machen wir mal. Leute, wo ist der Feind? Das finde ich schon erstaunlich, dass wir die jetzt nicht wiederfinden.
Hier oben gibt es wieder Probleme mit der Route. Die fliegen sie nicht mehr vernünftig ab. Ärgerlich. Gleich beim nächsten Mal. Ne, nichts gefunden, Leute. Ist ja Wahnsinn. Aber ich meine, das Wetter hier ist natürlich auch ziemlich mies einfach. Ich glaube, das wird sein, dass wir deswegen diese Schiffe nicht finden. Gehen wir mal in den taktischen Modus und schauen uns das einfach mal an. Ja, ich meine, es ist bewölkt, aber grundsätzlich ist die Sicht gar nicht mal schlecht. Zumindest nicht so schlecht, wie man es denken würde, wenn man auf der Strategiekarte ist. Naja, okay. Innerhalb von 2 Stunden kann sich so ein Verband ja nicht einfach in Luft auflösen. Das ist das, was ich irgendwie komisch finde. Oder sind die vielleicht auch zurück nach Hause gefahren? Und das kann man natürlich auch haben. Sagen, jetzt gerade passiert sowieso nicht halb so viel. Wir werden einfach mal die Spielgeschwindigkeit ein bisschen hochstellen. Beziehungsweise, ist das U-Boot jetzt hier oben schon angekommen? Naja, nicht ganz. Da sollst du weiterhin fahren. So, ihr bleibt erstmal hier im Gebiet, würde ich sagen. Und dreht... Ja, dreht mal hier so eure Runden in so einem Dreieck hier. Ja. Und du drehst ebenfalls mal deine Runden hier in so einem... Oh, Moment. Taskforce 50. Wer ist denn Taskforce 50? 45, 8, 40, 17, 12, 35, 43. Leute, wer ist denn Taskforce 50? Oh! Hier oben, die beiden Zerstörer. Okay. Was haben wir denn jetzt hier zu erwarten? Torpedos. Da vorne. So, Leute. Ihr habt nicht mal einen Sonar, ne? Momi-Klasse. Das sind natürlich die günstigsten, die wir genommen haben. Ja, die haben keinen Sonar. Das ist natürlich äußerst schlecht gegen ein U-Boot. Was wir aber probieren könnten, ist, wir wissen ja, oder wir sehen ja, wo die jetzt hierher kommen, oder hingehen, die Torpedos. Wir werden die Formation auflösen, werden dahin lenken und auf 36 Knoten erhöhen. Du erhöhst grundsätzlich mal auf 36 Knoten. Du wirst dann gleich vielleicht auch drehen, vielleicht finden wir ihn. Weil Wasserbomben haben sie ja, ne? Nee, auch nicht. Leute, die haben auch keine Wasserbomben. Das ist natürlich sehr ungünstig. Ja, dann können wir einfach nur sehen, dass wir hier uns verkrümeln. Du drehst mal dahin. Du fährst einfach geradeaus. So. Drehst in die Richtung. Okay, wir haben hier oben also amerikanische U-Boote.
und die Torpedos fächern nach dort aus. Dann würde ich sagen, drehen wir mal nach dort. Du fährst schon wieder gerade. So, auch gerade. Schauen wir mal, ob wir das U-Boot wenigstens zu Gesicht bekommen. Den wir jetzt hier auch nochmal drehen. Gerade. Andererseits, wir brauchen uns das jetzt nicht genau angucken. Wir werden mal die Uhr zurücklaufen lassen. Und dann zusehen, dass wir hier wegkommen. Immerhin haben sie jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Torpedos verschwendet. Mit diesen 6 Torpedos können sie zumindest nichts anderes, Wichtigeres von uns versenken. Aber zu Gesicht bekommen tun wir die hier nicht. Ja, bei genauerer Überlegung wäre es schon sinnvoll gewesen, hier zumindest Zerstörer hinzustellen, die auch ein paar Wasserbomben haben. Zugegebenermaßen. Aber eigentlich wollten wir ja nur eine sehr, sehr günstige Patrouille hier oben haben, die ja einfach Bericht erstatten kann, falls hier oben irgendetwas auftaucht. Und wir können das Schlachtfeld verlassen. Okay. Ja, jetzt ist die Überlegung, wollen wir da oben vielleicht kostengünstige weitere Zerstörer hinstellen, die... Was sind denn die besten Zerstörer oder was sind die ersten Zerstörer mit Sonar? Das ist Mine Kase, die kosten 6. Und haben auch 36 Tiefensprengsätze. Das heißt, wir würden für 2 12 ausgeben. Ja, Leute. Wir kriegen davon sogar 8 wieder, weil wir die anderen wieder zurückschicken. Das heißt, im Endeffekt haben wir 4 Kommandopunkte mehr ausgegeben. Leute, das machen wir auch. Achso. Paul. New C. 1, 2. Und los. Die schicken wir jetzt auch noch dahin. Zack, gerade für so eine Sachen ist das natürlich dann sehr wertvoll auch. Ich meine, bei der Anzahl an U-Booten, die die Amerikaner haben, das natürlich, ich meine, Tambor mit nur 12, von denen wir mittlerweile schon 4 versenkt haben. Ja, 4. Aber hier die Tautog. Ne, Gato-Klasse. Davon haben sie 77 Stück. Also da können wir versenken noch und nöcher. Ich glaube nicht, dass wir damit irgendwann durch sind. Aber dennoch, wenn wir ein U-Boot finden, sollten wir es auch angreifen können. Und dafür werden wir hier oben den Tausch vornehmen. So, I-37 hat den Hafen gleich erreicht. Ich denke mal, wir können ihn jetzt schon zur Reparatur bringen. Ja. Confirm und damit ist dieses U-Boot nun in Reparatur gegeben. Hier ist auch nichts weiter passiert. Jetzt können wir noch unseren Geleitzug hier wieder zurückbringen. Ja, wir können ja eigentlich Rearm. Ne, die geben wir alle mal zurück. Release, Repair. Achso. Alle Schiffe. Confirm. Da haben wir gleich mal 91 Punkte wieder.
Mich wundert das, dass wir hier wirklich nicht die Feindschiffe sehen. Was mich auch wundert, ist, dass wir keine Informationen haben momentan, ob hier irgendwelche Schiffe vom Feind überhaupt in See sind. Weil viel mehr aufklären können wir nicht. Wir könnten natürlich diesen Bereich hier noch abdecken. Wie sollte man das am besten machen? Vielleicht. Bin ich gerade im Überlegen. Ich möchte die Gruppe hier eigentlich nicht wieder teilen. Aber diese Gruppe hat natürlich gute Fähigkeiten. Auch zum Aufklären. Vielleicht wäre es interessant, wenn wir diese Gruppe hier hinbringen und dann einfach ein paar Aufklärungsradi einstellen mit den Pete's und Jake's, die sie an Bord haben. Ich glaube, das ist gar nicht mal so dumm, weil wir damit, wenn wir zum Beispiel hier auf dieser Linie fahren, ziemlich großen Bereich abdecken können. Und das machen wir auch. Wir brauchen uns bei diesem Verband keine Sorgen machen, dass der irgendwann mal angegriffen wird oder was. Der ist stark genug, um sich behaupten zu können. Und auch gegen U-Boote, gegen Flugzeuge und auch gegen andere Schiffe. Da mache ich mir echt keine Gedanken. Ja, brauchen uns keine Sorgen machen. Den stellen wir hier hin. Der soll hier aufklären, diesen Bereich. Okay, Leute. Ja, das war's schon wieder für diese Folge. Wir haben ein U-Boot der Amerikaner zerstört und wir wurden von einem weiteren U-Boot attackiert, welches aber ja nicht bekämpft werden konnte, weil schlicht und ergreifend unsere Zerstörer keine passenden Waffen an Bord hatten, nicht mal ja so nah, um dieses U-Boot zu detektieren. Schade, aber wir haben für einen Wechsel gesorgt. Das dauert jetzt nur eine gewisse Zeit, bis diese Zerstörer vor Ort sind. Ja, Leute, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, wenn wir wenn euch mein Let's Play gefällt, wollte ich sagen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Sammy. Ciao.